Ja, ich würde sagen, Ihren Sport für den Tag haben Sie damit auch gleich schon erledigt. Und weiterer Vorteil, die Parkplatzsuche fällt natürlich auch weg, ist ja klar. Während manch ein Autofahrer nach der x-ten Runde um den Block einfach genervt den Wagen abstellt. Und das Knöllchen an der Windschutzscheibe, ja, das ist dann manchmal noch der kleinere Ärger. Denn wenn erstmal das ganze Auto hier, wie Sie sehen, am Haken hängt, dann wird's richtig teuer. Doch wer darf überhaupt wann und wo ein Auto entfernen lassen? Ja, und was ist mit den Kosten? Endstation Abschlepphaken. Dieses Auto steht, wo es nicht erlaubt ist. Ohne Berechtigungsschein auf dem Behindertenparkplatz eines Krankenhauses. Doch darf das Auto deshalb gleich abgeschleppt werden oder ist das unverhältnismäßig? Man muss sich ja nicht direkt dahin stellen auf dem Behindertenparkplatz oder wo auch absolutes Halteverbot ist. Es gibt ja daneben auch noch andere Parkplätze, auch wenn man 1-2 Meter mehr laufen muss. Ja, weil es ein Privatparkplatz ist und man muss die akzeptiert die Bedingungen und damit muss man damit rechnen. Das ist eine Ordnungswidrigkeit, da gibt es einen Strafzettel, das ist okay, ein Bußgeld bezahlen ist halt auch okay, aber abgeschleppt, nein. Wenn er sagt, okay, du darfst hier nicht parken oder du darfst hier so und so lange parken, ist das sein gutes Recht, das als Hausherr zu sagen und dadurch dürfte er dich abschleppen, wenn du drüber bist. Stimmt, denn hier oder auf dem Supermarktparkplatz bestimmt allein der Eigentümer die Spielregeln. Und die lauten hier nur für Einsatzfahrzeuge oder mit Behindertenausweis. Woanders kann eine Höchstparkzeit gelten. Wer sich daran nicht hält, darf an den Haken, sagt Abschleppwagenfahrer Randolf Kateschewski. Das Hausrecht hat ja der Privatbesitzer und der kann entscheiden, ob er und wen er abschleppen lässt. Und das zumindest hier aus gutem Grund, denn Parkplätze und Zufahrt sollen für Notfälle frei bleiben. Doch dafür muss der Hausmeister hier fast täglich von Randolf Kateschewski abschleppen lassen. Ja, manchmal ist hier Chaos, also wenn Feuerwehr, wenn es hier mal brennt, dann ist es manchmal ganz schön gefährlich. Die Feuerwehr würde hier nicht durchkommen. 150 Euro stellt die Abschleppfirma diesem Falschparker in Rechnung. Doch was darf Abschleppen überhaupt maximal kosten? Oder darf das Unternehmen so viel verlangen, wie es will? Man kann nicht da einfach zulassen, dass jeder da irgendwo Preise macht. Das ist auf keinen Fall in Ordnung und das, finde ich, sollte man schon regulieren. Ich weiß nicht, ob da jetzt Regeln festgelegt sind in irgendeiner Form. Ich meine, die Firmen nehmen wahrscheinlich schon was kriegen. Können, ne? Gravierende Unterschiede dürfte es eigentlich nicht geben. Das sollte schon irgendwie festgelegt sein, generell. Das ist im freien Wettbewerb zwar generell nicht festgelegt, aber beliebig hoch dürfen die Preise auch nicht sein. Abschleppkosten von mehr als 250 Euro haben Gerichte schon für überzogen erklärt. Es gibt also kein Gesetz, wo irgendwo drin steht, Abschleppunternehmen dürfen für die und die Strecke und das Auto das und das bezahlen. Das gibt es nicht. Der Bundesgerichtshof, der sagt schlicht und einfach, ortsüblich und angemessen. Wichtig ist, es dürfen immer nur die direkt bezogenen Abschleppmaßnahmen eingepreist werden. Das heißt, Vorbereitung, hinfahren, an Haken nehmen, zurückfahren. Nächster Einsatz für Randolf Kateschewski in Rostock. Das Ordnungsamt hat ihn beauftragt, ein Auto von der Straße zu schleppen, für das keine Kfz-Steuern bezahlt wurden. Aber muss das Abschleppen auf Straßen immer von einer Ordnungsbehörde angeordnet sein? Ich würde es gut finden, wenn die Polizei mit dabei wäre. Sonst könnte sich ja jeder als Abschleppdienst irgendwie tarnen oder auch irgendwie und dann einfach mitnehmen. Muss das Ordnungsamt schon bestimmen, wenn öffentlich ist oder eben wenn die Polizei das bestimmen, dann auch. Er kann ja nicht einfach an mein Auto rangehen, mein Eigentum vielleicht sogar noch beschädigen oder wegräumen, ohne dass es irgendwie eine staatliche Gewalt, die Gemeinschaft ihm dazu das Mandat gibt. Deswegen, ja, muss angeordnet sein. Doch das muss es nicht immer. Nur wenn der öffentliche Verkehrsraum betroffen ist, sind Polizei oder Ordnungsamt zwingend. Wer auf einem Privatgrundstück falsch parkt, muss auch ohne sie mit dem Abschlepphaken rechnen. Immer wenn der öffentliche Verkehrsraum irgendwie betroffen ist, muss eine hoheitliche Anordnung vorausgehen. Steht jemand auf Ihrem Parkplatz, privates Eigentum, brauchen Sie die Polizei nicht. Aber wer den Abschleppwagen ruft, muss ihn auch erst einmal bezahlen. Kann das aber vom abgeschleppten Falschparker später zurückfordern. Ab zum Einkaufsbummel in die Stadt. Öffentlichen Parkplatz ergattert, Ticket gelöst und los geht's. Und wenn's länger dauert, kein Problem, denn dann droht maximal ein Strafzettel. Oder nicht? Ich habe schon oft genug erlebt, dass ich dann Knöllchen bekommen habe, auch wenn ich mal 10 oder 15 Minuten drüber war. Und ich finde, so 15, 20 Minuten sollte man schon mal Toleranz geben. Jemand anders könnte den Parkplatz nutzen, also kann ich abgeschleppt werden. Ja, das ist ja eine relativ kleine Sünde, finde ich. Maximal ein Knöllchen, das ist ein Parkplatz. Da darf man nicht abgeschleppt werden, auf keinen Fall. Irrtum. Selbst mit gelöstem Parkticket kann man am Abschlepphaken landen. Und zwar dann, wenn man seinen Wagen mindestens 3 Stunden länger abstellt, als der Parkschein hergibt. Wenn die Zeit abgelaufen ist, bekommt man ein Knöllchen, aber manchmal bekommt man auch ein zweites. Aber
Es kann auch zulässigerweise nach 3 Stunden abgeschleppt werden. Das ist große Ermessenssache. Aber rein theoretisch, nach 3 Stunden muss man damit rechnen, da zu stehen vor einem leeren Parkplatz. Abgeschleppt werden darf vor allem, wenn das geparkte Auto andere behindert oder gefährdet. Zum Beispiel im absoluten Halteverbot, in scharfen Kurven oder direkt am Zebrastreifen. Doch welche Rechte hat die Abschleppfirma? Darf es mein Auto zurückhalten? Und muss ich das Abschleppen immer bezahlen? Wenn man sich schon dahin stellt und dann abgeschleppt wird, muss man ja auch dem Abschleppdienst, das heißt ja noch, zahlen, dass er da war. Die Gebühren muss man bezahlen. Sie versuchen, ihn vielleicht zurückzuholen. Ja, man kann es ja mit Widerspruch versuchen. Aber da sehe ich, habe ich, glaube ich, keine guten Karten dann. Vielleicht jedoch. Denn das Abschleppunternehmen darf nur die tatsächlichen Kosten in Rechnung stellen. Überzogene Gebühren müssen Abgeschleppte nicht hinnehmen. Denn nur wenn das Abschleppunternehmen einen angemessenen Preis verlangt, darf es das Auto auch zurückhalten. Es muss ein Verstoß vorliegen, dann muss eine rechtmäßige Abschleppmaßnahme stattgefunden haben. Dann muss eine ordentliche Rechnung geschrieben werden, die muss angemessen und ortsüblich sein. Alles muss stimmen. Dann entsteht auch das Zurückbehaltungsrecht. Randolf Karteszewski ist inzwischen zum nächsten Falschparker auf dem Behindertenparkplatz unterwegs. Auch hier sind 150 Euro fällig. Und für den Eigentümer des Wagens ein langer Weg zur Abschleppfirma. Tja, hoffentlich zum letzten Mal. Ist teuer.